Ja, vielen Dank. Erstmal bin ich froh, hier zu sein, weil, das darf ich gar nicht sagen, als gebürtiger Quedlinburger bin ich jetzt das zweite Mal hier. Es gab nie Schnittmengen. Ich kann mich erinnern, dass ich mal in irgendeinem DDR-Liga-Spiel gegen, ich nehme an, es war Blankenburg, da drüben gestanden habe, aber ich war so klein, habe nicht gesehen. Und heute das zweite Mal. Hier ist mächtig was am Entstehen. Hut ab, muss ich sagen. Wie Billy schon gesagt, das kenne ich so nicht und das ist toll. Zum Spiel. Ich glaube, wir waren sehr konzentriert, wir waren gut vorbereitet. Wir haben den Gegner mehrmals beobachtet, wir hatten uns einen Plan zurechtgelegt und wenn man dann einzeln in Führung geht, dann ist das, ja, was man sich wünscht als Trainer und auch als Mannschaft. Aber wir sind mit diesem Fund der Führung schludrig umgegangen. Weil man muss einfach dann in der nächsten Kontersituation, die wir danach hatten, das 2:0 nachlegen und da eigentlich schon für eine Vorentscheidung sorgen. Dann sind wir hinterhergerannt, weil wir zu schlampig waren im Zuspielen. Klare Bälle, ganz einfache Bälle eigentlich von A nach B versprungen sind, nicht richtig angenommen. Fehler bei der Ballannahme. Und da hatten wir Probleme und hatten dann Glück, dass wir schon nicht zum Ausgleich kommen. Dann hatten wir dieselbe Situation nochmal kurz vor der Halbzeit, wo wir das 2:0 machen müssen. Auch nicht passiert. Und da habe ich der Mannschaft dann in der Halbzeit gesagt, dass wir aufpassen müssen. Aber es liegt an uns. Es liegt an uns, an unserem Verhalten, was wir zulassen. Weil das hat sich wie so ein roter Faden meines Erachtens nach durch das gesamte Spiel gezogen, dass wir eigentlich immer bestimmt haben, in welche Richtung es geht. Haben wir Fehler gemacht, Zauberschaftsstärkung, haben wir keine Fehler gemacht, aber das Spiel eigentlich im Griff gehabt. Mit dem 2:0, denke ich mal, war es gegessen. Wir haben dann noch Möglichkeiten zum 3:0, zum 4:0, aber das wäre des Guten, glaube ich, auch zu viel gewesen. Wir haben einen sehr, sehr souveränen Auftritt hier hingelegt, effektiv unsere Tore erzielt, zu 0 gespielt, auch wichtig. Und jetzt geht's weiter am Freitag. Willi, dir wünsche ich mit deiner Truppe ja alles Gute. Wenn man 3 Spiele hier zu Hause gewonnen hat, ist das kein Garant dafür, dass das mal so weitergeht. Und ich musste auch mal ein bisschen eine kleine Lanze für den Willi und auch für seine Mannschaft brechen. Ich weiß nicht, ob das alles mal so richtig eingeordnet wird. Und ich kenne das ja auch aus meinen anderen Stationen, dass man dann immer glaubt, man ist ganz kurz vorm Himmel, man ist ganz kurz davor, dass die Bäume sofort da oben reinwachsen und man kann auch hochzuklettern. So schnell geht es nicht, man braucht Geduld und das wünsche ich allen Beteiligten. Vielen Dank. Vielen Dank, Patrick Sander, für diese umfassenden und sympathischen Aussagen. Und natürlich gespannt, was der Willi Kronhardt dazu noch zu ergänzen hat. Ja, wie immer erstmal hallo zusammen. Zunächst einmal Glückwunsch an Patrick Sander und seine Mannschaft. Letztlich muss man sagen, verdient gewonnen. Ich nehme auch die letzten Worte auch sehr gerne mit, wobei ich sie auch ganz gerne auch weiterleite an die Menschen und auch an die Spieler. Mit einem gewissen mahnenden Finger nach oben, dass nicht alles selbstverständlich ist. Und dass ich ungerne verliere, ist auch normal, ich besonders. Und ich muss sagen, zum Spielverlauf, die ersten 18 Minuten waren recht ordentlich. Wir haben sehr diszipliniert, sehr gut gespielt, gegen den Ball gut gestanden. Nicht wirklich was zugelassen, dass der Gegner auch Fußball spielen kann, das ist auch ganz normal. Und das sieht man auch jetzt mittlerweile in der Tabelle. Dann kassieren wir ein in der 19. Minute, weil vorne der Ball nicht festgehalten wird, nicht nachgesetzt wird, wir den Zweikampf verlieren, nicht so zielstrebig hinterhergehen, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Dann liegen wir 1:0 zurück, gehen 1:0 in die Halbzeit, was normalerweise wirklich im Fußball ganz normal ist. Einer führt, einer liegt zurück. Und du hast die Möglichkeit, 45 Minuten etwas zu machen. Gehst raus, hast dir etwas vorgenommen und die Mannschaft lässt diesen Biss vermissen. Und das ist etwas, was ich sage, zum ersten Mal kommen 1200 und ein paar Zuschauer hierher. Die möchten gerne bei schönem Wetter etwas sehen. Die Mannschaft auch wirklich zumindest vom Einsatz her kämpfen. Und das ist etwas, das ist wie eine Ohrfeige für jeden und für mich insbesondere, weil ich jeden Tag sehe, wie sie arbeitet. Und wenn man
Wechsel vornimmt, dann erhofft man sich natürlich von dem einen oder anderen Spieler, dass er mehr Impulse reinbringt, etwas umsetzen möchte. Das passiert nicht, aus welchen Gründen auch immer. Da gilt es dementsprechend natürlich zu analysieren, Gespräche zu führen. Aber nichtsdestotrotz habe ich heute im Verlauf der 90 Minuten letztlich etwas vermissen oder vermisst. Das ist das, diese Geilheit, den Ball zu gewinnen, jeden Zweikampf unbedingt wirklich zu bearbeiten, den Gegner wirklich in die Knie zu zwingen. Und gut, für uns letztlich, ich sag mal wirklich, das klingt immer so, kein Beinbruch. Wir sind jetzt wieder hingefallen, das zweite Mal nacheinander. Heißt für uns, innerhalb einer Woche wieder aufzustehen, alles wieder zu analysieren, zu bearbeiten und dann eventuell den einen oder anderen wieder auf den Topf zu setzen und zu zeigen, das reicht einfach momentan nicht. Und, aber das ist der Weg. Das ist der Weg, das, was Patrick auch gesagt hat, dass wir versuchen, innerhalb kürzester Zeit etwas auf die Beine zu stellen, eine neu formierte junge Mannschaft. Und da muss so eine junge Mannschaft auch ganz, ganz schnell lernen. Und sie hat keine Zeit. Das hört man auch natürlich hier in dem Stadion, wenn da einer andere etwas ruft, was nicht so schön ist. Und, aber damit muss auch die Mannschaft lernen, umzugehen. Weil das gehört dazu. Jeder bezahlt hier Eintritt. Jeder möchte gerne auch etwas sehen und zumindest den Einsatz. Und da gebe ich Ihnen recht. Heute habe ich ihn genauso wie Sie einfach vermisst. Und würde es mir wünschen, für Sie und für die Mannschaft insbesondere, dass sie wirklich diese Tugenden rausholt und zeigt, dass Fußball erstmal Fleiß ist. Und dann kommt das Spielerische. Und wenn das Ganze so passt, dann werden wir auch das nächste Mal zumindest nicht als Verlierer auf den Platz gehen. Vielen Dank.